Die Mucke. Gucken. Der Kumpel. Sag ich nie. Bock haben. Und vielleicht die Klamotten. Wie ihr gemerkt habt, war ich mit Nattis Wortauswahl nicht ganz zufrieden, wenn es um die Frage geht, ob ich diese Wörter verwende. Warum? Ganz einfach, das sind Wörter, die wir persönlich in unserem Alltag so gut wie nie verwenden. Interessiert euch, welche Wörter wir stattdessen verwenden, beziehungsweise was diese Wörter überhaupt bedeuten? Dann bleibt gern dran, das klären wir heute. Hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal Doppelt hält besser. Schön, dass ihr da seid. Ja, heute werden wir euch 5 Wörter erklären, die ganz häufig in Deutschland verwendet werden, die wir persönlich aber so gut wie nie verwenden und die generell in Österreich eher seltener vorkommen. Wir werden euch heute erklären, was diese 5 Wörter bedeuten und wie wir üblicherweise dazu sagen. Also, los geht's! Beginnen wir mit dem ersten Wort, die Mucke. Die Mucke, das heißt ganz einfach die Musik und wird meistens in einem informellen Kontext verwendet. Wenn es also heißt, letzten Samstag auf dem Konzert war richtig gute Mucke, dann heißt das einfach, die Musik war richtig gut. Wir verwenden aber da immer die Musik. Kommen wir nun zum zweiten Wort. Gucken. Das ist ein Wort, das ihr sicher schon einmal gehört habt. Gucken ist ein schwaches Verb und heißt sehen. Wir sagen dazu meistens sehen oder schauen und wahrscheinlich noch etwas häufiger schauen. Anstatt guck mal sagen wir zum Beispiel schau mal. Oder anstatt aus dem Fenster gucken sagen wir aus dem Fenster schauen. Und genauso bei einen Film gucken, dazu sagen wir einen Film schauen. Und Nummer 3 ist der Kumpel, was umgangssprachlich so viel wie der Freund bedeutet. Wir verwenden ganz einfach immer nur die Form der Freund. Laut Duden ist es aber nicht ganz eindeutig, ob bei Kumpel immer nur die männliche Form gemeint ist oder ob man das auch für weibliche Personen sagen kann. Deshalb wird seit längerem nach einer sprachlichen Alternative gesucht. Im Duden finden wir übrigens auch die Kumpelin. Das haben wir persönlich aber noch nie bei unseren deutschen Freunden und Freundinnen gehört. Und dann geht es auch schon weiter mit dem 4. Begriff und das ist Bock haben. Bock haben bedeutet so viel wie motiviert für etwas sein, Lust auf etwas haben. Zum Beispiel könnte man sagen, ich habe richtig Bock, mit dir an diesem Projekt zu arbeiten. Wir persönlich sagen meistens nicht Bock haben, sondern verwenden eine Umschreibung wie ich freue mich richtig, mit dir an diesem Projekt zu arbeiten oder ich habe Lust, mit dir an diesem Projekt zu arbeiten. Dieses Wort hat übrigens noch eine ganz andere Bedeutung, denn der Bock ist ein männliches Tier, also zum Beispiel ein Rehbock oder ein Ziegenbock. Außerdem gibt es hier noch die Bezeichnung ein sturer Bock, also wenn jemand sehr stur ist, und auch der Sündenbock. Das ist eine Bezeichnung für eine Person, der man die Schuld an etwas zuschreibt, auch wenn diese Person vielleicht gar nicht an der Sache selbst schuld ist. Zum Beispiel könnte man sagen, er wurde zum Sündenbock in diesem Skandal gemacht. Wenn ihr übrigens mehr Wörter kennenlernen wollt, die aus der Tierwelt kommen, die aber an sich gar nichts mit den Tieren selbst zu tun haben, dann klickt gerne auf dieses Video. Hier erklären wir euch Wörter wie Frechdachs oder Faulpelz. Und kommen wir jetzt zum letzten Begriff für heute, Begriff Nummer 5, die Klamotten. Die Klamotten, das ist ein feminines Substantiv im Plural. Ein Synonym für Klamotten ist die Kleidung. Achtung, das verwenden wir immer nur im Singular. Klamotten sind also alles, was wir tragen. Das können zum Beispiel Pullis, Hosen, Jacken, T-Shirts und so weiter sein. Da
Das Wort Klamotten verbinden wir persönlich immer sofort mit unseren deutschen Freundinnen und Freunden, denn wir sagen nie Klamotten, sondern ganz einfach Kleidung oder im Dialekt Gwand. Während wir Gwand als Synonym für Kleidung oder Klamotten verwenden, bringt das unsere deutschen Freundinnen und Freunde oft zum Lachen, denn das kann man in Deutschland nicht so verwenden. Warum? Schaut euch dazu gern unser Video an. All diese Begriffe, die wir euch heute vorgestellt haben, also die 5 Wörter, die wir eigentlich nie verwenden, könnt ihr natürlich auch in Österreich verwenden und die Leute werden wissen, was ihr damit sagen möchtet. Wir finden diese regionalen Unterschiede einfach sehr spannend und wir hoffen, dass wir mit diesem Video auch euer Interesse für diese Unterschiede in den Begrifflichkeiten geweckt haben. Wenn es euch übrigens auch interessiert, wie wir im Dialekt sprechen, dann klickt auf dieses Video, das wir euch hier verlinken. Kennt ihr noch andere Wörter, die ihr oft in Deutschland oder in Österreich oder in der Schweiz hört, die man aber in anderen Regionen gar nicht verwendet? Oder gibt es dieses Phänomen auch in eurer Muttersprache, dass ihr bestimmte Wörter in anderen Regionen gar nicht oder sehr oft hört? Dann lasst uns das gern unten in den Kommentaren wissen. Das war's wieder von uns für heute. Vielen Dank, dass ihr mit uns gemeinsam Deutsch lernt. Wir freuen uns auf das nächste Video mit euch. Bis dahin nicht vergessen, gemeinsam macht Deutsch lernen doppelt so viel Spaß.